Sieht so aus, als würden wir in einer neuen Folge von Spyro 2 Gateway to Glimmer stecken. Ja, heute habe ich vor, ein weiteres Level zu machen. Natürlich wieder ein Level in einem Part, das ist sehr logisch. Aber das ist gleichzeitig ein Level, wo wir nochmal Backtracking machen müssen. Heißt, ja gut, ich habe ja einmal gesagt, ich meine, in einer der ersten Folgen habe ich gesagt, wir müssen einmal Backtracking machen. Also es wäre möglich, das Spiel mit einmal Backtracking zu lösen. Und das wäre halt im Sonnenstrand. Und ja, es gibt hier eigentlich direkt die nächsten beiden Level, die man nur mit Backtracking... Nee, das war nicht... Nee, okay, nicht die nächsten beiden. Also diese, also der Bruchhügel und einmal später die schattige Oase. Da muss man dann auf jeden Fall nochmal Backtracking machen. Es sei denn, man hat diese spezielle Feuerfähigkeit, die man für die 100% bekommt, wenn man das Spiel schafft. So, wir haben jetzt 64%, so viel ich weiß. Das habe ich nämlich nochmal im Handbuch gesehen. Also nicht im Handbuch, sondern im... Ihr wisst schon was, ne? Im Dingens. So, uns fehlen nur noch drei. Wie heißen die Dinger? Talismane, genau, Talismane. Dann können wir weitermachen. Jetzt gibt's erstmal eine Sequenz. Ja, so wie es aussieht, gibt es hier einige Probleme. Ja, hallo, Herr Drache. Für einen Vierfüßer siehst du ganz süß aus. Ich wünschte, ich könnte dich durch unseren Tempel führen, aber ein Haufen lausiger Erdwürmer hat ihn in Stein eingeschlossen. Nein, das ist ja skandalös und alles Mögliche und einfach, das ist das, keine Ahnung, was das ist. Das kann man ja nicht machen. Was man aber schon machen kann, ist diese nervigen Satyre zu befreien. Danke, dass du mich befreit hast. Da sind noch Satyren im Stein gefangen. Ja, und das ist schon so ein bisschen nervig, weil für jeden Satyr, den wir befreien, wird direkt mal die Animation geladen. Und es wird auch schnell klar, dass warum dieses Level hier Bruchhügel heißt. Ja, ganz einfach, wir zerstören den Hügel da, diesen Tempel, diesen von Erd bedeckten Tempel. Ist ja auch mal ganz nett. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Normalerweise komme ich auch immer von der anderen Seite. Da erwischt er mich nicht. Also, weil ich auf der anderen Seite bin natürlich. So. Das Schwein fängt auch direkt mal an zu tanzen. Okay, ach, aber die reden jetzt wenigstens nicht. Okay. Wir könnten alternativ eigentlich auch die ganzen Sequenzen überspringen. Also, doch, das machen wir jetzt auch. Andernfalls wäre das ein bisschen nervig. Das würde sonst zu lange dauern. Und das kann man hier ja nicht machen, mitten im Let's Play. Da will man Speedrun sehen, da will man nicht unbedingt Skill sehen, da will man auch vielleicht ein bisschen Fail sehen, aber so an sich will man ja auch ein bisschen was anderes sehen, als die ganze Zeit dieses Bild, wo der ganze Berg zerspringt und man im Grunde nichts anderes tut, als Satyre zu befreien. Ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie in Spyro 1, wo man die Drachen befreit hat. So. Jetzt macht sofort Bogen. Weil ich auf Start gedrückt habe. Ah, das ist immer sehr angenehm, wenn man sowas machen kann. In heutigen Spielen wird man sowas nicht machen können. Da würden die Entwickler sich sagen, nö, also Sequenz, ich habe die jetzt so toll animiert, mit den Noten, die da rumfliegen. Also überspringen, nee, das machen wir nicht. Und wenn man sie überspringen kann, also trotzdem überspringen kann, dann werden wir das so machen, dass man sie erstmal einmal sehen muss. Okay, hier ist es auch so, dass man sie einmal sehen muss, aber... Oder? Es kann auch sein, dass es gar nicht so ist, dass man die immer überspringen kann. Das würde ich geil finden. Auf der anderen Seite ist es ein Let's Play und da habe ich es jetzt natürlich nicht ausprobiert. So. Vorletzter Satyr. Wir haben bald alle. Es ist großartig, frei zu sein. Nun muss nur noch ein Satyr gerettet werden.
Ach ja, das Schwein, das bringt mich einfach irgendwie an die andere Seite des Universums, ne? Einfach nur... Pff. Es will halt nicht, dass wir mit dem Satyr reden. Das ist ja auch logisch. Das ist logisch, das war Schwabbel. Das war Schwabbel. Oh oh. Ja, man sollte hier auf jeden Fall auch auf die Gegner aufpassen, weil es kann sein, dass jeder einzelne Busch hier anfangen wird zu nerven. Okay, hier gibt's keine Edelsteine. Auch nett. Es gibt hier eine Mission, es gibt hier ein... Scheiße. Ja gut, reden wir mal mit dir. Oh, ein Drache. Vielleicht kannst du helfen. Mein Freund ist in diesem Zimmer eingeschlossen und hat den Schlüssel verloren. Es ist ja so schwer, nachts einen Schlosser zu finden, wie du weißt. Da habe ich mal eine Frage. Wie ist der denn da reingekommen, wenn er sich da eingeschlossen hat? Und er kann den Schlüssel nicht wiederfinden. Also... Oder sie. Also, ich weiß nicht, was mit diesen Pfauen los ist, aber, ah, okay. So, ich hoffe, der Sound geht wieder. Ah, ich habe in letzter Zeit so richtig viele Probleme. Ich musste das neulich wieder im Sonnenstrand lösen. Und das ist mir im Nachhinein gar nicht mal so genau aufgefallen, als ich das in der Nachbearbeitung gelöst habe. Also, es kann sein, dass ich das jetzt auch wieder vergessen habe, rauszuschneiden, je nachdem. So, der letzte Satyr. Mach den Berg bitte auf. Zerstöre ihn. Ach ja. Und diese Felsmonster, die ärgern sich dann natürlich auch richtig, weil der... Da du jetzt alle Satyren in den Bruchhügeln gerettet hast, solltest du in den Tempel gehen. Hatte ich so ohnehin schon vor. Ja. Meine Güte. Nee, aber was ich noch sagen wollte ist, wir gehen jetzt einfach mal direkt zum Tempel, ne? Diese Steinmonster, die wollen natürlich, die nervt es natürlich, wenn wir hier die Leute anmachen. Oh, hi, Drachenjunge. Du erwartest wohl, dass ich sage, du bist mein Held. Danke, dass du mich armes Wesen gerettet hast. Bla, bla, bla. Tut mir leid, Kleiner. Ich war nur hier drin, weil ich Ruhe und Frieden wollte. Wie auch immer, die anderen Faune wollen, dass ich dir diesen Talisman gebe. Boah, voll undankbar, weißt du. Du wärst ja nie wieder rausgekommen, wärst verhungert, elendig. Aber erstmal einen auf großkotzig machen, ey. Das ist so typisch. Das ist einfach so typisch. Also, ich weiß nicht, ob das so typisch ist, aber... Ich weiß nicht. Das kann man doch jetzt an der Stelle... Also, in ihrer Position könnte ich sowas nicht bringen. Also, da könnt ihr nicht sagen, ey, ne, 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 also eigentlich wollte ich hier nicht raus, ne? Aber, ja, okay. Oh, ist das eine Scheiße. So, und jetzt schmeißen wir die Gnome erstmal hier. Gnome, sag ich schon. Wo kommt eigentlich das Schwein her? Ist es gerade so hinter meinem Rücken gespawnt, oder? Wie stellt man sich das vor? So, da ist noch einer von denen. Einmal rein. Den nächsten schicken wir auch direkt rein. Ja, komm. Einmal rein. So, und zwar gibt es hier wieder einen Könnerpunkt, das wollte ich vorhin schon angesprochen haben. Wo wir mit einem Supersprint, ja klar, erstmal für die Mission, also die eine, ihr Freund oder ihre Freundin, also von dem einen Faun, die ist ja jetzt hinter dieser Steinwand gefangen, hinter dieser Wand. Sie findet den Schlüssel nicht und deshalb müssen wir diese Tür aufbrechen. Mit dem Supersprint, hatten wir den eigentlich schon mal? Kacke. Also eigentlich kann es auch sein, dass ich die ganze Zeit versucht habe, das Netzteil reinzustecken. Also fester reinzudrücken. Obwohl das eigentlich, ja, das, okay, das läuft noch. Ich höre das ab und zu schlecht. Deswegen entschuldigt, wenn der Sound wirklich so richtig grottig ist. Das kann durchaus mal gleich vorkommen. Je nachdem, ob ich das jetzt richtig reingestellt habe oder nicht. So, hier haben wir eine Mission mit Jäger. Aber den Pisser, den lassen wir jetzt... Ja, da ist der Jäger. Den lassen wir jetzt an Ort und Stelle liegen. Denn hierfür müssen wir Backtracking machen. Nicht für die erste Mission, sondern für die zweite. In der ersten Mission müssen wir diesen... diesen hier, Alchemisten eskortieren. Und in der Folgeaufgabe müssen wir dann Jäger helfen, diese Steinmonster zu zerstören. Da wir sie hier nicht in die Lava drängen können. In diesem Gebiet. So, das heißt, wir müssen sie mit Jäger zerstören und dafür brauchen wir den Head Dash, also den Kopfstoß, den wir an der Stelle noch nicht haben.
Also, das ist eigentlich schon relativ logisch. Und warum ich jetzt die erste Aufgabe nicht mache, das ist eigentlich auch relativ logisch, weil ich sonst die erste Aufgabe nochmal machen müsste, falls ich hier nochmal herkomme. Also, falls ich hier Backtracking mache. Ich muss... Ein Moment. Also, heute geht halt echt sehr viel schief, ne? Ich werde hier sehr viel schneiden müssen, das... Ich habe nämlich keine Ahnung, ob der Sound jetzt geht oder nicht, weil die Musik einfach abbricht. Meine Fresse, das ist so richtig pissig. So, wir machen jetzt erstmal die Mission mit dem Zerstöre die Felswand da. Super Mario 64 like, ne? Nur halt ohne Kanone, diesmal nur mit Supersprint. Können auch schon mal die ganzen Wege hier freimachen, was eigentlich auch eine ganz nette Sache ist. Ja, dann zeige ich euch auch noch eine alternative Möglichkeit, wie man diese Felswand zerstören kann. Das ist eine, zack. Es gibt sogar zwei Alternativen. Die andere Alternative wäre, man springt hier hoch mit dem Doppelsprung und ja, nutzt die nicht vorhandene Kollision. Hallo? Spyro! Ah, vielleicht wollen wir erstmal woanders hin. Ah, hier kommt man doch bestimmt hoch. Ja, genau. Dann kann man... Jetzt sag ich, ich komme hier nicht rein. Ach, hier kommt man nicht rein? Doch, hier kommt man doch. Bin ich jetzt bescheuert? Ich weiß doch, dass man hier reinkommt. Man konnte sich doch hier durchglitschen, oder nicht? Das werden wir jetzt mal nachschauen. Hier vielleicht. Ja, genau. Gott sei Dank hast du die Tür für mich aufgebrochen. Ich dachte, ich müsste für immer da drin bleiben. Ich habe hier diese schicke Kugel gefunden. Nimm sie bitte. Also die Ironie ist ja, falls wir diesen Weg nehmen, jetzt ist der Sound wieder kacke. So, jetzt dürfte der aber wieder gehen. So, die Ironie ist ja, dass wenn wir sie befreit hätten, also wenn wir diese Tür nicht zerstört hätten, dann wäre die Tür ja nicht aufgebrochen gewesen. Also das wäre so ein bisschen komisch. Eine andere Möglichkeit wäre, die zeige ich euch jetzt, man stellt sich hier hin. Boah, ich hoffe, das geht noch. Also ich habe keine Ahnung mehr, wie das so, wie ich jetzt vom Winkel her springen muss. Man springt hier hin, läuft hier einmal kurz eine Runde und dreht dann in die Wand rein. So. Aber für den Könnerpunkt ist es halt schon ein bisschen anspruchsvoller. Für den Könnerpunkt müssen wir hier 3 Runden auf der Bahn drehen. Ob das jetzt mit Checkpoints gelöst ist oder ob wir einfach 3-mal durch den Supersprint durch müssen. Das weiß ich gar nicht. Ich kenne den Code von Spyro 2 jetzt nicht unbedingt so gut. Also ich habe jetzt nicht unbedingt MIPS Assembler irgendwie gelernt oder... Also ich weiß jetzt... Scheiße. Schön an die Wand gekracht. Also so in dem Sinne kenne ich mich damit nicht aus. Ach, das ist... Okay, ich hoffe, er hat jetzt die Aufnahme nicht abgebrochen. Ah, es läuft so viel schief hier im Bruchhügel. Das ist wundervoll. Ja, 3 Runden mit dem Supersprint. Das dürfte aber eigentlich machbar sein. Ich meine, das sieht man ja, wenn man das Spiel teilweise ein bisschen beherrscht. Und vor allem nicht zu voreilig. Man kann ja auch im Sprung so ein bisschen nachrichten. Dann ist es auch sicherer. Immer schön mit dem Analogstick arbeiten. Mit dem Steuerkreuz wäre es ein bisschen schwierig. Ja, aber gerade... Ich meine... Ja, das ist aber jetzt schon gemein, ne? Ich wollte nämlich noch was anderes zeigen. Wie man diesen schmalen Weg überhaupt nicht laufen muss. Und zwar kann man hier einfach den Supersprint nutzen. Wir laufen jetzt natürlich hier durch, natürlich. Wir müssen ja irgendwie schon diese Runde teilweise machen. Boah, ich... Wie immer, wenn die Musik weg ist, ne? Sondern springen wir einfach hier hin. Und haben so in dem Sinne weniger Probleme. Also ein Problem, das jetzt noch bestehen würde, wäre wirklich, wenn ich jetzt wirklich komplett irgendwo gegenlaufe. Den hat er jetzt aber mitgenommen, ne? Nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie sich denkt, nö, also das war jetzt... Das war jetzt nicht, das zählt nicht. Ah. Dann wäre es ein bisschen kacke. So, letzte Runde. Final Lap. Ah, das schaffen wir. Die scheiß Kamera, die war jetzt so nah dran. Alter, ich raste hier aus. So wenig Skill in dem Part. Okay. Ah. Nee, aber es ist ja jetzt nicht dein Ernst. Es geht hier alles schief. Ich habe hier unglaublich viele technische Probleme. Ja. Und dann will's... Dann ist die Kamera, dann hängt die nach. Meine Fresse. Ja?
wenn die Kamera einfach so bleiben würde, weißt du? Ich muss ja nicht irgendwie... Ach, egal, komm, jetzt hören wir auf, über die Kamera zu lästern. Meine Fresse. Weil das durchaus machbar ist. Ich stelle mich jetzt nur gerade an wie der letzte Trottel. Hoffentlich wird es dann im nächsten Level besser. Wenn dann die schwierigste oder, sagen wir mal, zufälligste Mission aller Zeiten drankommt. Ah, es gibt nämlich Minispiele in der nächsten Welt. Da werde ich auf jeden Fall... Ich kann schon mal sagen, dass ich failen werde, weil ich keine Ahnung habe, wo und welche Taktik man da am besten anwenden kann. Der läuft zurück, okay. Interessant. Ich wäre schon fast gegen den nächsten gelaufen. Weil das solche Vollidioten sind. Die sind einfach überall. Ist jetzt die letzte Runde? Oh ja, okay, das war das. Okay. Dann noch einmal zur Kiste. Da gibt es noch eine Metallkiste, die wir zerstören können. Einfach machen wir wieder diesen Weg. Oder nehmen wir diesen Weg. Dann machen wir es so. Dann ist die auch aufgebrochen. Ist auch kein schwerer Akt. So. Vielleicht ein bisschen präzise, gerade zum Ende hin, aber man sollte das eigentlich hinbekommen. Was können wir denn noch machen? Wir haben hier noch sehr viele Feuerebenen, die wir noch gar nicht so untersucht haben. Aber zwei Kugeln können wir auf jeden Fall nicht holen. Aber wir können auf jeden Fall alle Edelsteine holen, das kann ich so sagen. So, hier machen wir noch ein bisschen frei. Die Edelsteine in den Tunneln sollten wir eigentlich alle haben. Da sind noch welche. So. Ja, aber dann ist der Bruchhügel eigentlich auch für diesen Part geschafft. Würde ich so behaupten. Noch 10 fehlen. Sparks zeigen mir ein bisschen was an. Ach, die sind wahrscheinlich noch hier, ne? Irgendwo in diesem Tunnel. Oder am Tunnel vorbei. Die werden mir hier irgendwo angezeigt. Die werden mir da angezeigt? Warum das denn? Okay, das ist ja interessant. Bei Jäger? Okay, da hab ich doch gerade mal nachgeschaut, oder? Ach, ihr Idioten! Natürlich nochmal schön ins hinterste Eckchen nochmal zwei reinsetzen. Okay. Damit haben wir den Bruchhügel eigentlich, soweit es geht, erledigt. Können wir nochmal im Handbuch nachschauen. Ja, und ich würde den Part eigentlich hier auch für beendet erklären. Zwei Kugeln fehlen. Wir haben eigentlich alle Talismane. Heißt im späteren Part, also sobald wir dann die dritte Welt geschafft haben, kehren wir dann hierher zurück. Nicht die dritte Welt geschafft haben, sondern sobald wir halt diese Head-Dash-Funktion haben. Ich denke, das wird auch möglich sein. Jetzt erstmal zum Ausgang und der Endsequenz. Ja, sie scheinen auch schon langsam einen Gefallen daran zu finden, wie diese Musik klingt. Ist ein Dudelsack, klingt nicht gerade toll, ne? Ach ja. So, im nächsten Part machen wir dann weiter mit Magma-Kegel. So viel ich... Doch, das war der Titel. Ich bin mir da ziemlich sicher. Magma-Kegel, ne? Ja, Magma-Kegel. Oh ja. Wir gehen beim nächsten Mal in Magma-Kegeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye.